ist nämlich am allerbesten. Ja, toll, ich hab gewonnen. Nein, ich darf ja auch noch einmal, Marc. Das schaffst du nie. Meine liegt ganz am Rand. Doch, mit der schaffe ich's. Das ist meine Lieblingsmurmel. Achtung. Ja! Oh, die ist toll. Hast du noch mehr von denen, Benedikt? Nein, das ist die einzige. Ich sehe mal nach. Oh je! Ach, Marc, so gehen sie doch verloren. Ist ja nichts passiert. Ich heb sie wieder auf. Hier ist noch eine. Danke, Walla. Ah, und da ist noch eine. Oh nein. Meine Lieblingsmurmel fehlt noch. Wo kann sie nur sein, Marc? Du weißt, wo sie ist, Walla? Sie ist in Marcs Hand? Nein, da ist sie nicht. In der anderen Hand. Ich hab sie nicht. Bist du ganz sicher, dass er sie hat? Wo kann sie bloß sein? Oh, da ist sie ja. Sie lag im Blumenbeet. Walla hat gesagt, du hast sie die ganze Zeit gehabt. Oh, hier spielen wir irgendwas anderes. Benedikt, du hast Post von deinem Großvater. Ui. Er hat gesagt, dass er eine Überraschung für mich bastelt. Ein Pinguin. Der ist für meine Pinguinsammlung. Aber wie hat er den denn gemacht? Tja, er hat ein Blatt Papier genommen und hat es gefaltet, bis es ein Pinguin war. Siehst du, Marc? Das ist ganz schön schlau. Ja, komm, spielen wir damit. Hey, warte auf uns! Nicht so schnell! Pass auf die Schaukel auf! Und hopp! Das kann ich auch. Und hopp! Gleich haben wir dich eingeholt. Du bist ganz schön schnell. So, warte hier. Ich habe noch andere Pinguine, mit denen du Fang spielen kannst. Ich will auch mit den anderen Pinguinen spielen. Au ja, das wird bestimmt lustig. Ich hol sie. Bin gleich wieder da. Nein, du bleibst draußen. Du weißt doch, dass du nicht ins Haus darfst. Hallo. Ich komme! Jetzt lernt ihr euren neuen Freund kennen. Schau, das sind sie. Marc, wo ist denn mein neuer Pinguin? Ich hab keine Ahnung.
Gerade eben war er noch da. Pinguin! Pinguin! Oh, wo bist du denn, Pinguin? Pinguin! Hey, Mark, hast du ihn genommen? Nein! Aber wo ist er dann? Ich weiß es nicht. Ich will meinen Pinguin wiederhaben. Schon gut. Keine Angst. Wir finden ihn. Gute Idee. Du behältst Mark im Auge. Also, mal sehen. Wo würde sich ein Pinguin verstecken? Ich weiß wo. Im Gefrierfach. Nein. Du wartest hier. Da ist er nicht. Sieh mal im Kühlschrank nach. Vielleicht war es ihm im Gefrierfach zu kalt. Ja, das wäre möglich. Oh. Nein, im Kühlschrank versteckt er sich auch nicht. Wasser mögen Pinguine auch. Vielleicht ist er im Spülbecken. Nein, hier ist er auch nicht. Durch den Abfluss kann er nicht verschwunden sein. Da war ein Stöpsel drauf. Kommt mit. Vielleicht versteckt er sich unter eurem Couchtisch? Ja, vielleicht. Pinguine, seht mal unter dem Couchtisch nach. Habt ihr ihn gefunden? Wir müssen doch den Pinguin finden, keine Krümel. Also, Pinguine, seht mal hinter dem Klavier nach. Und? Habt ihr ihn gesehen? Vielleicht ist er in meinem Schrank. Oh je, da ist er auch nicht. Wo kann er denn noch sein? Bist du sicher, dass du nicht weißt, wo er ist? Nein, ich schwöre es dir. Vielleicht ist er noch draußen im Garten. Ich weiß was. Ich bastle Benedikt einen neuen Pinguin. Ich nehme ein Blatt Papier und falte es. Passt auf, Freunde. Jeder von euch sucht woanders im Garten. Du suchst da drüben bei der Werkstatt. Und du suchst in Wallas Baumhaus. Und du suchst im Blumenbeet. Das ist ja ganz einfach. Nein, der ist gar nicht schön geworden. Habt ihr euren neuen Freund schon entdeckt? Gut, dann suchen wir mal alle zusammen. Und macht euch keine Sorgen, wir finden ihn schon. Vielleicht versteckt sich der Pinguin hinter dem Baum. Pinguin, bist du hier? Pinguin? Pinguin? Wo bist du denn, mein Kleiner? Pinguin! Ach, ein Pinguin zu basteln ist doch nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Habt ihr irgendwas gesehen? Benedikt, schau mal! Hast du ihn gefunden? Nein. Aber ich habe trotzdem was für dich. Ehrlich, Mark? Was denn? Noch einen Pinguin, den habe ich gebastelt, damit du nicht mehr so traurig bist. Den habe ich ganz alleine gemacht. Aber mein Pinguin sah ganz anders aus. Stimmt's, Walla? Walla? Wo ist Walla denn hin? Was hast du mit Walla gemacht? Aber ich habe gar nichts mit Walla gemacht. Walla? Wo bist du? Walla! Der Pinguin! Ihm gefällt's bei
Siehst du? Er ist die ganze Zeit bei Walla gewesen. Du hast meine Murmel genommen. Und deshalb dachte ich, du willst auch meinen Pinguin. Das tut mir leid. Der ist eigentlich auch schön. Nein, ist er nicht. Weißt du was? Ich frag meinen Großvater, ob er mir zeigt, wie man die macht. Und dann kann ich es dir zeigen. Und jetzt bringe ich die Pinguine lieber wieder in mein Zimmer. Ich glaube, sie wollen erst noch ein bisschen mit Walla spielen. Sehr gut. Los, komm, wir waren schön mit. Ja. Au, ja. Das